Ja, also ich bin der Georg, ich bin schon seit einiger Zeit Technik in Kürze Trainer und Erfahrungen habe ich schon gemacht im katholischen Bildungswerk, wie ich da Zivildiener war, und das Ganze gelernt dazu habe ich in der HAK, also im Informatikzweig der HAK. Ja, mein Name ist Anna Hollwürger, ich bin hauptamtliche Mitarbeiterin in der katholischen Aktion der Diözese Graz-Seckau und habe das große Vergnügen, den Innovationstop der Diözese mit zu begleiten und als Mitarbeiterin im Team dort auch Fördergelder zu vergeben. Das Tablet-Projekt war ein besonders schönes Projekt der letzten Zeit. Neue Technik trifft alte Menschen oder umgekehrt, und das in der guten, altehrwürdigen Mutterkirche. Eine sehr charmante Mischung, die möglicherweise auch Menschen anspricht, die sonst nicht so sehr kirchlich denken, aber auf die bewährte Bildungsarbeit des Bildungswerkes setzt. Und wir wünschen diesem Projekt alles Gute, dem wir wie vielen anderen auch nur einen kleinen Schubs ins Leben geben durften. Hallo, mein Name ist Andreas Katzel und ich bin seit meinem Zivildienst, den ich da im katholischen Bildungswerk absolviert habe, vor 2 Jahren habe ich den beendet, bin ich eben EDV-Leiter bzw. Kursleiter beim katholischen Bildungswerk und habe eben in der Zeit gemerkt, wie viel Spaß mir eigentlich das macht, mit älteren Menschen zusammenzuarbeiten, ihnen was beizubringen, ihnen einfach die neue Technik, so wie in unserem Fall jetzt, wo wir neu anfangen mit den Tablets, ihnen das beizubringen und zu erklären, wie das funktioniert. Und es macht bereitet einem immer wieder Freude, wenn man merkt, dass man ihnen hilft und dass sie einfach zufrieden nach Hause gehen und ein neues Wissen bekommen haben. Und deswegen werde ich das schauen, dass ich das eben noch so lang wie möglich weiterführe.